Mario Cruz, der Prinz. Es ist Chile, Anfang der 70er Jahre. Noch Allende-Zeit, kurz vor dem Putsch. In einem kleinen Nest in der Nähe der Hauptstadt Santiago de Chile ersticht in einer Nacht in einer Bar Jaime einen anderen Mann. Vollkommen sinnlos. Jaime ist betrunken, er kann sich gar nicht erklären, warum er wirklich gestochen hat. Und es ist ausgerechnet der Mann, den er anhimmelt. Der Männlichkeit ausstrahlt, Lässigkeit, auf ein Motorrad fährt, mit dem er auch gerne sich mitnehmen lässt und einfach mal so über die Straßen düst, mit dem er sich gut unterhalten hat und mit dem er sich gerne betrinkt. Den hat er erstochen, alle haben es gesehen, er lässt sich abführen und er kommt ins Gefängnis. Im Gefängnis wird er der Zelle von El Potro, dem Hengst, zugeteilt. Und El Potro findet augenblicklich Gefallen an Jaime und verstößt seinen bisherigen Favoriten und nimmt Jaime zu sich ins Bett. Es ist ein Vierbettzimmer und, oder eine Zelle natürlich. Und dass die Männer miteinander Sex haben, in mehr oder weniger festen Paarbeziehungen leben, ist Standard in diesem Gefängnis. El Potro hat auf dem Gang das Sagen und so ist sein neuer Favorit Jaime der Prinz. Sein Favorit und Kronprinz. Jaime gefällt die Situation zunehmend. Aus der harten sexuellen Obsessions- und Abhängigkeitsgeschichte entsteht eine große Liebesgeschichte und Jaime will mehr. Jaime kehrt irgendwann die Rollen um. Er ist auf einmal der Aktive und er will und wird zum neuen Anführer des Gefängnistraktes aufsteigen. Soweit die Geschichte, die in einer großen erotischen Spannung erzählt wird. Gewalt, Leidenschaft und Sex werden erzählt und die Erzählstruktur und auch die sprachliche Anmutung erinnern in der Tat, wie vielfach schon festgestellt wurde, an Jean Genet. Aber es ist natürlich auch die Nähe von El Principe, wie der Titel ja im spanischen Original heißt, zu Machiavelli. Wie komme ich zur Macht? Wie behalte ich die Macht? Auch das steckt darin. Was aber das Thema des Romans ausmacht, das ist wirklich der Umschlag von harten Sex, von Begehren, Obsession zu einer Zärtlichkeit, die aufrichtig ist. Nicht wie beim Stockholm-Syndrom, dass auf einmal die Abhängigen ihren Peinigern verfallen und dann nicht mehr anders können. Nein, hier ist es wirklich eine zarte, intensive, innige Liebesgeschichte, die Jaime, den Prinzen, mit El Potro, dem Hengst, verbindet. Und das macht die unglaubliche Kraft dieses recht dünnen, aber unfasslich intensiven Romans aus, den man atemberaubt liest, der in seiner Verquickung zum gleichnamigen Film Der Prinz noch eine weitere unglaublich spannende Geschichte entfaltet, die im Nachwort ausführlich erläutert wird. Ein großes, langes, einabendliches Leseereignis und eine unbedingte Empfehlung. Mario Cruz, Der Prinz, auf Deutsch erschienen im Albino Verlag in Berlin.